Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute mal wieder ein Commentary, denn ich habe ein paar Themen. Und zwar sind das die neuen Survival Games Maps und an sich dieses kleine Survival Games Update, was es ja auf Hive quasi gab. Denn es gibt ja nicht nur drei neue Maps, also auf einmal drei neue Maps, die kamen alle gleichzeitig raus. Sondern es gibt auch eine neue Deathmatch Lobby, eine neue normale Lobby, also diese Wartelobby. Und es gibt neue Items in den Kisten und darüber möchte ich wie gesagt etwas erzählen und meine Meinung dazu mal sagen. Aber vorher jetzt einmal zu dem Gameplay. Das ist auf einer der neuen Maps erspielt und zwar heißt sie Seaborgia oder so ähnlich. Ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der war ungefähr so. Und ich werde euch natürlich nicht spoilern, wie viele Kills ich mache und ob ich gewinne. Das könnt ihr alles selber sehen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich eine Tier 2 zeige und ich denke, das könnte für euch vielleicht interessant sein, weil ich glaube nicht, dass ihr die Map schon so mega gut kennt. Also ich kenne sie auch noch nicht so gut, aber ich kenne halt jetzt schon eine Tier 2 und das ist schon mal ein ziemlich großer Vorteil, denke ich. Und ja. So, jetzt fange ich einfach mal an mit den Themen und zwar rede ich zuerst einmal über die drei neuen SG-Maps, denn ich glaube, das ist das, was euch am meisten interessiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon jede der Maps gespielt und mir ist aufgefallen, dass sie alle drei, finde ich, ähnliche Vor- und ähnliche Nachteile haben. Deswegen kann ich das ja jetzt erstmal so ein bisschen verallgemeinern. Und zwar muss ich als erstes sagen, dass ich alle drei Maps zu groß finde. Also ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal Isla de la Rosa gespielt habe, da bin ich, glaube ich, nach 8 Minuten durch gewesen. Also ich bin ins Deathmatch gekommen, dann leider gestorben. Aber ich glaube, das waren ungefähr 8 Minuten die erste Runde. Und ja, heute habe ich ja die drei Maps alle gespielt. Und ich bin zweimal, also ich hatte zweimal Refill. Also ich habe jede Map, glaube ich, so ungefähr zweimal oder dreimal gespielt. Und ja, ich hatte halt schon zweimal Refill auf den Maps. Und ich glaube, ich habe jede Map mindestens bis es Nacht war gespielt. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das war alles ungefähr so eine Viertelstunde jede Runde. Und ganz ehrlich, ich bin auch auf den Maps natürlich rumgelaufen, weil ich sie mir angucken wollte. Weil ich bin ja ganz neugierig und erforsche dann immer so ein bisschen die neuen Maps für Tier 2 und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass echt alle drei Maps ziemlich, ziemlich groß sind. Und das finde ich persönlich jetzt nicht so cool für Survival Games Maps. Also ich glaube, naja, ihr könnt es mögen natürlich, aber ich glaube, ein Großteil von euch wird das auch nicht so mögen, große Maps. Denn die Runden dauern einfach nur mega lang und wenn man dann stirbt, ist es natürlich doppelt ärgerlich. Und andererseits kann man so natürlich, wenn man richtig viele Wins farmen möchte, die Maps auch nicht so mega gut spielen. Und was mir auch aufgefallen ist, was bei allen drei Maps wieder so war, ist, dass sie alle ziemlich gut gebaut sind, also das erstmal so als positiven Aspekt von den drei Maps. Die sind alle echt gut gebaut, muss ich schon sagen. Und soweit ich weiß, ist das kein bekanntes Bauteam gewesen, was die Maps gebaut hat. Also Vareide war es ja auf jeden Fall nicht. Das Bauteam Vareide wurde ja schon lange aufgelöst. Das ist ja ein bisschen schade, aber naja, also Bauteam Vareide war es nicht. Und Bauteam Teferan weiß ich, glaube ich, auch nicht, dass, oder ich glaube nicht, dass sie das waren, weil sonst hätte ich davon bestimmt was mitbekommen, weil die interessieren mich schon so ein bisschen. Ich habe sie auch auf Facebook geliked und so weiter, also die waren es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das waren irgendwelche No-Name-Bauteams quasi. Und dafür muss ich sagen, sind die Maps echt mega gut geworden. Alle drei Maps finde ich echt, echt gut gebaut. Also die sind echt mega gut und das ist auf jeden Fall Konkurrenz für Vareide ja zwar nicht mehr, aber ich glaube, die bauen so ungefähr in der gleichen Liga quasi. Also das ist schon die Champions League der Bauer oder der Mapper halt. Und ja, also ich finde, die sind alle mega gut gebaut, so als positiven Aspekt. Allerdings ist der negative Aspekt dazu natürlich, dass die Maps laggen. Denn mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel bei dieser Rustic Map, also das ist diese Stadtmap, da laggt der Spawn sogar manchmal bei mir ein bisschen. Und wenn er schon bei mir etwas laggt, dann will ich gar nicht wissen, wie die Leute mit Laptops das machen, weil ich glaube, die meisten guten PvP-Spieler haben irgendwie nicht so mega gute PCs. Ist mir jetzt so aufgefallen in den Videos von denen und deswegen glaube ich, dass das etwas blöd ist für die, wenn sie jetzt eine Map spielen, die so mega laggt. Denn es liegt vor allem an diesen ganzen Details, die auf den Maps sind. Also das ist ja mit Halbstein und Zäunen und sowas alles gebaut und das laggt dann schon etwas, wie zum Beispiel jetzt das Schiff, was man da sieht. Ja. So, das wäre jetzt nochmal ein mehr oder weniger negativer Aspekt, denn also mir soll es egal sein, bei mir laggt eh nichts. Aber ich glaube, es ist nicht so cool, dass die Map bei einigen Leuten laggt und ja. So, was mir jetzt noch aufgefallen ist, wie zum Beispiel bei dieser Map, oder ich glaube, es ist nur bei dieser Map, also Seaborgia hat ja das Wort Sea, also See, schon im Namen. Und genau das fuckt mich an der Map schon wieder ab, dass es so mega viel Wasser gibt. Also man kann echt wieder, wenn man Noob ist, überall mega gut entkommen und es ist einfach nervig. Also ich finde, Wasser in PvP ist einfach nur nervig, hat kaum positive Aspekte und deswegen finde ich das nicht so mega gut. Aber dafür sind die Maps an sich halt ganz gut gebaut, sonst so außer dem Wasser und ja.
So, was mir noch positiv an allen drei Maps aufgefallen ist, ist, dass die Kisten irgendwie mega gut verteilt sind. Also, ich habe die Maps ja jetzt alle zum ersten Mal gespielt, das bedeutet, ich war quasi Noob auf den Maps jedenfalls. Und ich habe trotzdem immer ganz gutes Zeug gefunden. Also, ich habe auf jeder Map schon ein paar Tier 2s gefunden und an sich Tier 1s, wo man Schwerter und ein bisschen Rüstung drin hat, habe ich auch alle schon echt gut gefunden. Und das finde ich ist eigentlich ganz erfreulich, wenn Noobs auch mal eine kleine Chance haben, halt Sachen zu finden. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist, dass auf einigen Maps, wie zum Beispiel dieser Seaborgia, aber ich glaube auch auf dieser Rustic Map, es gibt ziemlich viele Weizenfelder und ich glaube auch Karottenfelder, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall gibt es Weizenfelder, was natürlich gut ist, denn man muss dann halt nicht hungern, weil es halt Weizen gibt und man kann sich Brote craften. Und ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm bei den Maps und ja. So, ansonsten kann ich noch nicht viel zu den Maps sagen. Ich habe sie jetzt halt ein bisschen gespielt, noch nicht so mega gut, aber halt schon etwas. Und ich denke, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung auf den Maps habe und mich ein bisschen besser auskenne, vielleicht auch ein paar mehr Tier 2s kenne, kann ich auch mal Chest Routes dazu machen und das alles mal live kommentieren. Und ja. So, jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die ich auch nochmal ganz dringend ansprechen muss. Und zwar ist es zum ersten die neuen Items. Die finde ich nämlich irgendwie mega cool, dass es neue Items gibt. Und ich glaube, das ganze Plugin wurde ein bisschen überarbeitet mit den Items, denn mir ist aufgefallen, dass ich auch viel mehr Cobwebs finde und nicht mehr viel TNT. Also TNT hat man ja früher schon nicht so viel gefunden, aber ich finde im Moment gar kein TNT mehr. Und dafür aber ziemlich viel Cobwebs. Also ich hatte jetzt schon, ich glaube, 2 Runden, da hatte ich über 10 Cobwebs und das ist ja schon echt abnormal. Und ja, ich glaube, das haben sie extra eingebaut, damit man jetzt Teams leichter auseinandernehmen kann. Denn ich habe mal einen Post im Forum gesehen von You Better Run, war das, glaube ich. Der hat nämlich gepostet, dass er es ein bisschen schade findet, dass es auf Hive so schwierig ist, Teams auseinanderzunehmen. Denn die Teams müssen ja nicht mal gut sein, es ist immer eine Herausforderung, Team zu killen. Aber mit Cobwebs, TNT und Feuerzeugen, wie zum Beispiel auf MCSG, wäre das alles viel einfacher. Und ich glaube, das haben sich die Leute von Hive etwas zu Herzen genommen. Denn es gibt jetzt mehr Cobwebs und es gibt tatsächlich Feuerzeuge. Ja, da war ich auch mega überrascht, als ich das gesehen habe. Als ich nämlich zum Spawn gelaufen bin, habe ich in der Kiste tatsächlich ein Feuerzeug gehabt. Und das ist echt mega krank, denn es gibt jetzt auf Hive tatsächlich Feuerzeuge. Ich komme da immer noch nicht ganz drauf klar, dass es Feuerzeuge gibt. Denn eigentlich fand ich, war das immer so der größte Gameplay-Unterschied zwischen MCSG und Hive, dass es halt Feuerzeuge gab auf MCSG und auf Hive halt nicht. Dafür halt TNT und Cobwebs. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll. Denn einerseits ist das einfach mega unfair für alle anderen, außer halt für mich zum Beispiel, weil ich bin ja auch so ein mehr oder weniger guter MCSG-Spieler und kann halt ziemlich gut mit dem Feuerzeug umgehen. Und ich glaube, im Moment hat nicht wirklich viele Leute gegen mich eine Chance, wenn ich halt spielen könnte. Weil für die, die es nicht wissen, meine Maus ist etwas kaputt und deswegen spiele ich nicht so viel. Aber wenn meine Maus nicht kaputt wäre, dann könnte ich eigentlich ziemlich, ziemlich viele Leute auseinandernehmen. Auch echt gute Spieler könnte ich, denke ich, easy packen. Denn das mit dem Feuerzeug muss man auch erstmal lernen, vor allem nicht selber reinzulaufen und solche Sachen. Und das kann ich halt alles mega gut und ich finde das eigentlich okay. Denn es gibt mir einfach mega den Vorteil gegenüber Teams und gegen Pros und gegen Hacker. Man hat jetzt einfach eine Chance gegen solche Leute. Und andererseits finde ich es ein bisschen blöd, denn es gibt einen Bug mit den Feuerzeugen, denn auf MCSG ist es ja so, dass man Feuerzeuge 2 oder 3 Mal benutzen kann, dann sind sie kaputt. Und das haben sie auf Hive auch versucht, denn sie haben einfach die Haltbarkeit ganz, ganz runter gemacht. Also wenn man die Feuerzeuge in Kisten findet, dann sind sie schon fast ganz verbraucht. Man kann sie dann auch nur noch 4 Mal benutzen, glaube ich. Aber wenn man sich jetzt welche craftet, denn man kann jetzt auch wieder Flints in den Kisten finden, dann hat man natürlich ein ganz normales Feuerzeug und kann das, keine Ahnung, 50 Mal oder so benutzen. Und das finde ich ist ein bisschen zu OP. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Pech hat und kein Feuerzeug bekommt, da aber jemand ist, der ein Feuerzeug hat, kann er einen natürlich ganz einfach auseinandernehmen. Einfach alle paar Minuten Feuerzeug setzen und das nervt natürlich schon so ein bisschen. Und ja, das war dann zu den Feuerzeugen. Allerdings gibt es noch ein paar mehr neue Items, wie zum Beispiel die Flints, die kann man jetzt auch wieder finden. Was ich ein bisschen okay finde, denn man kann jetzt auch wieder Pfeile craften, weil sonst früher waren die Federn ja total nutzlos, die man gefunden hat. Aber jetzt kann man ja auch Pfeile wieder craften, was auch ganz cool ist. Nur ich finde es halt ein bisschen blöd, dass das mit den Feuerzeugen noch ein bisschen buggy ist. Ich hoffe mal, dass sie das fixen, denn das ist echt ein bisschen sehr OP, wenn man so ein Feuerzeug hat. Und was es noch neu gibt, ist gebratener Lachs und Lachs an sich, also das ist neues Essen, das es ja seit der 1.7 gibt. Das ist quasi genauso was wie Fisch und gebratener Fisch, nur dass man ihn jetzt halt auch in Kisten finden kann. Das finde ich ist eigentlich ganz okay, denn es gibt halt mehr Auswahl und so, aber also, keine Ahnung, das finde ich ist so neutral, also es ist nicht schlimm und ist auch nicht gut, also ist okay. So, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich eine neue SG-Lobby gibt, was ich auch mal ziemlich cool finde, denn ich fand diesen Bahnhof oder was es sein sollte von
Teveran, die haben den ja gebaut, fand ich nicht so mega cool. Der war irgendwie ein bisschen langweilig. Und jetzt gibt es halt eine neue Lobby und ja, das finde ich als eigentlich auch mal ziemlich gut, denn es ist im Endeffekt kein Vor- oder Nachteil fürs Gameplay, also eine Lobby halt. Und ich finde, das sollten sie eigentlich öfters machen, dass es mal eine andere Lobby gibt, weil zum Beispiel MCSG hat, glaube ich, schon in der Zeit, wo ich drauf spiele, also seit 3 Jahren ungefähr, hatte MCSG, glaube ich, schon, keine Ahnung, 10 neue Lobbys oder so. Und das war einfach jedes Mal mega geil, denn jede Lobby war mega gut und es gab Secrets und so weiter und es macht einfach Spaß, sie rauszufinden. Nur wenn man sie mal irgendwann alle erkundet hat, ist es halt langweilig und deswegen finde ich es gut, dass Hive das jetzt auch mal gemacht hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sie es jetzt öfters machen, weil, naja, ist halt nicht mega viel Aufwand, aber es ist halt richtig gut dafür. Und ja, was ich noch erzählen könnte, ist, dass es ja eine neue Deathmatch Arena gibt, die ihr im Gameplay auch sehen solltet gleich. Die ganze Deathmatch Arena ist irgendwie etwas fairer gestaltet worden, denn man spawnt jetzt relativ weit auseinander, also es sind halt 4 Richtungen und da sind halt so kleine Kapseln, wo man dann drinnen spawnt. Und dann dauert das erstmal ein bisschen, bis man zu den anderen hingelaufen ist, was ich eigentlich ganz okay finde, denn so hat man halt als jemand, der einen schlechten PC hat zum Beispiel, wo es dann noch am Anfang ein bisschen laggt, wenigstens eine Chance gegen die anderen Leute. Und was ich allerdings blöd finde, ist, dass es keine Lava mehr gibt. Denn die Lava, fand ich, war immer so eine Chance für Leute, die nicht so mega gut waren, beziehungsweise gegen Hacker oder gegen Teamer, war das eigentlich im Deathmatch so die einzige Chance, die man hatte, die darunter zu kicken. Denn wenn man sich jetzt so an einen Hacker ranmachen möchte, so im normalen Kampf ist es echt schwer, aber wenn man sie einfach mit 2 oder 3 Hits in die Lava befördern kann, ist es natürlich schon eine Ecke einfacher und vor allem fairer eben. Und das ist echt blöd, dass es jetzt weg ist, denn so hat man eigentlich kaum noch eine Chance, weil man muss jetzt echt gegen sie kämpfen, um zu gewinnen. Und natürlich haben Hacker einen großen Vorteil. Und das ist natürlich etwas hart. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist an der Lobby, dass sie irgendwie etwas laggiger ist. Denn also früher war die Lobby einfach nur diese kleine fliegende Insel da, also diese kleine fliegende Arena mit der Lava darunter. Und da hat es eigentlich nie geleckt, außer halt ein bisschen die Lava, aber das war ja okay. Und jetzt ist es aber so, dass es da mega viele Blöcke gibt, also echt viele Blöcke. Da ist halt dieser ganze Grasboden, dann halt noch dieser komische Baum in der Mitte und die ganzen Blätter an den Seiten. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den Leuten mit den schlechten PCs halt schon, wie gesagt, auch laggen könnte. Und das ist natürlich echt ein bisschen blöd, wenn jetzt auch noch die Deathmatch Arena ein bisschen laggt. Und ja, also ich glaube, das haben sie etwas schlecht gemacht mit der Deathmatch Arena. Allerdings finde ich sie eigentlich ganz hübsch. Und ja, so, das waren jetzt die Neuerungen, die es jetzt in Hive SG soweit gab. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was ihr gut an diesen Sachen findet oder was auch schlecht. Also ihr müsst jetzt keine Romane schreiben oder so, aber ihr könnt es ja einfach mal so sagen, was ihr zum Beispiel besonders positiv findet. Also wie zum Beispiel jetzt Feuerzeuge, ob ihr das besonders gut findet oder schlecht findet. Und gerade bei den Feuerzeugen würde ich mich mal interessieren, wie ihr die findet. Denn das ist ja so ein Mega-Vorteil, den man hat, wenn man Feuerzeug hat gegenüber allen anderen, weil das zieht erst mit 3,5 Herzen Schaden. Man wird langsamer, man ist genervt, man kann nicht so gut gucken. Und ja, also ich glaube, ein Feuerzeug ist echt ein mega großer Vorteil, wenn man es hat. Und kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn man selber reinläuft oder wenn der Gegner halt eins hat. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptding, was mich interessieren würde, wie ihr das findet mit den Feuerzeugen. Aber an sich würde mich halt auch interessieren, was ihr zu den anderen Neuerungen sagt, wie ihr die Maps findet, ob ich mal ein Chestroot-Video zu den Maps machen soll, wenn ich da halt ein bisschen mehr drüber weiß. Und ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal Hashtag Feuerzeug in die Kommentare. Weil, keine Ahnung, das ist das Wort, was ich glaube ich heute am meisten gesagt habe. Und noch eine kleine Info für euch. Ich habe ja diese Mausprobleme im Moment mit dem Scrollen. Also das funktioniert nicht mehr so ganz. Deswegen spiele ich nicht mehr viel PvP, weil ich halt nicht switchen kann auf die Angel und so weiter. Und ich bekomme aber bald eine neue Maus. Und zwar sollte das am Wochenende hoffentlich sein. Und dann werde ich mich erstmal ein bisschen mit einspielen. Aber danach werde ich wieder richtig SG bringen. Also auch richtig mit live kommentieren und so. Und ja, ich denke mal, dann werden auch die Chestroot-Videos kommen, weil ich spiele im Moment eher auf dem 2. Account, wo ich mir dann die ganze Map so angucke und hier Tools rausfinde und so weiter. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Neuerungen haltet. Und ihr vergesst nicht das Hashtag Feuerzeuge. Und ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.